Willkommen zur 40. Videodepesche von Manfred Grund. Im dritten und letzten Teil des Videointerviews stellt sich Abgeordneter Manfred Grund den Fragen von Thomas, Regina und Rüdiger. Hallo lieber Manfred, in Zeiten der schweren wirtschaftlichen Lage kommt es auf Seiten der SPD und der Linken immer wieder zum Mindestlohn. Was hältst du davon? Die Frage nach Mindestlohn ist auch eine Frage nach Gerechtigkeit. Bekommen die Menschen einen gerechten Lohn für ihre Arbeit? Können sie von der Arbeit, die sie leisten, leben, sich ernähren, ihre Familien ernähren? Das trifft sicher in vielen Fällen zu. Aber viele Menschen haben auch das Gefühl, dass sie für ihre Arbeit zu wenig erhalten. Und ich muss sagen, wir haben als CDU diese Menschen in den letzten Jahren ein wenig aus dem Blickfeld verloren. Ihre Lebenswirklichkeit, ihre Lebenssituation, die darin besteht, dass man durch harte Arbeit, aber nur mit wenig Einkommen, seine Familie ernähren muss. Und alles das, was wir diskutieren, sind Gerechtigkeitsdiskussionen. Es geht um Gerechtigkeit, natürlich auch um Leistungsbereitschaft, um Leistungsvermögen. Und Mindestlohn ist ein Vehikel für diese Debatte. Als Union haben wir uns gegen einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn gestellt. Ich bin mir heute nicht ganz sicher, ob das eine kluge Entscheidung gewesen ist. Ob nicht tatsächlich vor 4 Jahren ein einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn der bessere Weg gewesen wäre, um diese Diskussion zum einen zu beenden und zum zweiten Existenzsicherung viel klarer herauszustellen über das, was an eigenem Lohn, eigenem Einkommen und Zusatzeinkommen über staatliche Hilfen zu garantieren ist. Wir haben als CDU an vielen Mindestlöhnen, an branchenspezifischen Mindestlöhnen mitgewirkt. Dies werden wir auch in Zukunft fortsetzen, sodass dort, wo Tarifparteien, Tarifpartner sich vereinbart haben, der Staat ihnen auch dabei hilft. Meine Frage an Sie, Herr Grund, ist, jeder spricht von der Politikverdrossenheit der Jugendlichen und ich wollte gerne wissen, ob Sie das genauso sehen und wie Sie dagegen wirken. Junge Menschen haben es leicht und haben es wieder schwer. Sie haben es leicht, weil ihnen die Welt offen steht, weil sie aus ihren Begabungen, aus ihren Neigungen, aus ihren Wünschen auch diese umsetzen können. Sie haben es aber auch schwer, weil an dem Platz, wo wir sind, wo die jungen Menschen in Deutschland sind, wollen weltweit Millionen hin. Das heißt, sie sind in einem ständigen Wettbewerb. Sie haben es schwer, eine Auswahl zu treffen. Und sie haben es schwer, ich weiß das aus auch familiärer Erfahrung, nach einer guten Ausbildung in einen Beruf hineinzukommen. Trotzdem, es gelingt den meisten. Und denen es nicht gelingt, versuchen wir zu helfen. Also, junge Menschen haben es leicht und haben es schwer gleichzeitig. Und was Politikverdrossenheit anbetrifft, möglich, dass sie auch aus diesem Zwiespalt heraus resultieren kann, auch aus der Schwere von Entscheidungen. Ich glaube auch manchmal, dass man, wir in einer Situation sind, wo man sich auch glaubt, Politikverdrossenheit leisten zu können. Es passiert ja nichts, wenn es mich nicht interessiert, wenn ich nicht zur Wahl gehe. Es geht ja wahrscheinlich so weiter oder es ändert sich gar nichts. Ich glaube, das ist eine falsche Einschätzung, falsche Haltung dazu. Demokratie lebt vom Mittun des Volkes, vom Mittun des Einzelnen und auch vom Mittun junger Leute. Ich rufe alle auf, sich in Jugendorganisationen, in Jugendinitiativen zu engagieren, tätig zu werden, in der Jungen Union, also der Nachwuchsorganisation innerhalb der CDU, sind so viele Menschen, junge Menschen, aktiv und bringen sich ein, tragen bei im Gemeinderat, in Stadträten, in Kreistagen oder auch in Parlamenten, dass ich von einer generellen Jugendverdrossenheit nicht sprechen mag und ein bisschen ans Ehrgefühl der jungen Leute appelliert. Dieser Staat ist euer Staat und die Zukunft, eure Zukunft, muss von euch gestaltet werden. Also mitgemacht und nicht auf dem Sofa faul liegen geblieben, zur Wahl gehen. Sehr geehrter Herr Grund, falls Sie im September wiedergewählt werden sollten, was nehmen Sie sich für die nächste Legislaturperiode vor?
Wie sehen Ihre Ziele insbesondere für das Eichsfeld, Mühlhausen und Nordhausen aus? Ich war in den letzten 4 Jahren für Nordthüringen, für Eichsfeld, Mühlhausen, Nordhausen der einzige Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Will nicht sagen, dass die Last der gesamten Region und die Hoffnung der Region auf meinen schmalen Schultern geruht hat. Aber alles das, was an Problemen, an persönlichen Problemen da gewesen ist, ist zu mir in den Sprechstunden gekommen. Aber auch das, was die Betriebe an Sorgen gehabt haben, Finanzierungen, Auftragslage, Vergaben, Einsatz im Ausland, Engagement im Ausland, war bei mir in meiner Sprechstunde, in meinen Büros oder ich war in den Betrieben. Und die Kreisverwaltungen, die Städte, die Bürgermeister haben all die Dinge, die sie mit dem Bund haben, Ortsumfahrung zum Beispiel, Infrastrukturmaßnahmen, zu mir gebracht, dass ich sie hier vertrete. Das habe ich, glaube ich, ganz ordentlich gemacht, ohne mich selber dabei loben zu wollen. Und das würde ich sehr gern weitermachen, weil wir sind noch lange nicht so weit, dass wir in der Infrastruktur, in den Dingen, die für die Zukunftsgestaltung der Region, für die Zukunftsfähigkeit unserer Region in Nordthüringen wichtig ist, dass wir da unsere Hausaufgaben, unsere Arbeiten erledigt hätten. Hier geht es weiter. Ich nenne, nur um einige Beispiele zu sagen, die Ortsumfahrung Mühlhausen, die Gestaltung des Eisenbahnknotens in Mühlhausen, die Ortsumfahrung in Kalmerode, aber auch B243, B4, alles das, was an Infrastrukturmaßnahmen insgesamt notwendig ist. Hier ist der Bund gefragt. Sicher hat er nicht ein Füllhorn, dass er überall gleichzeitig handeln kann. Aber die Erwartungen daran, dass in den nächsten 4 Jahren substanzielle Fortschritte erreicht werden müssen, diese Erwartungen sind sehr groß. Und da möchte ich in Teilen mithelfen, mitgestalten, um ganz einfach unsere Chancen, unsere Wettbewerbschancen in der Region zu verbessern. Dieser Beitrag war ein Angebot von manfredgrund.de. Ein guter Grund, am 27. September Angela Merkel zu wählen.